So, Hallöchen, den magischen Miesmuscheln. Ich habe mir heute mal wieder was ausgedacht. Also, ich sag mal, wenn das schon mit dieser Aussage losgeht, dann kann das ja nur nach hinten losgehen. Und zwar gibt es da eine Seite namens testedich.de. Sieht man hier ja. Da kann man diverse Quizzes machen und ich habe mir da mal ein paar rausgesucht, wie ihr sehen könnt. Fangen wir mal ein bisschen oldschool an mit den Kickers. Haben wir bestimmt alle gesehen, wa? Schauen wir mal. Von Frau Torres entwickelt. Na, da bin ich mal gespannt. Wie heißt der neu in der ersten Folge hier? Ja, Gregor. Der ist er auch. Gregor. Wer hat sich, bevor die Kickers gründeten, bei den Teufeln beworben? Ja, Sascha bestimmt nicht. Bei den Teufeln? Bevor die gegründet wurden? Ja, soweit ich weiß, keiner. Und wenn dann Mario? Scheiße, das war wahrscheinlich Mario. Egal. Wo verletzt sich Mario beim ersten Mensch gegen die Teufel? Am Kopf, da ist es doch. Der knallt gegen den Pfosten. So, next. Warum wollte vorher keiner gegen die Spieler, weil sie immer verloren haben? Hier, Haushoch gewinnt, ganz klar. Weil sie immer zweistellig verloren haben. Easy. Welchen Schuss hätte Kevin so lange trainiert, bis er klappt? Ich bin mir gerade voll unsicher. Aber es war auf jeden Fall so ein Schuss, der irgendwie in die Höhe ging und so. Ich nenne ihn jetzt mal Kerzenschuss. Ist bestimmt falsch oder so. Warum da schon? Warum haben die Kickers Beiverbot bekommen? Weil Gregor den besten Ball verschossen hat? Weil Kevin eine Schlägerei mit den schwarzen Blitzen angefangen hat? Oder war das letzte Spiel? Ja, weil Kevin sich mal wieder geschlagen hat. So, next. In wen hat sich Mario verknallt? In Scheiße. Das eine war die Schwester von Mario, das andere ist die Schwester von Gregor. Fuck. Elsa oder Conny? Ich glaube, dass Elsa die Schwester von Mario ist. Und da ist Gregor dran. Ich glaube, dass es Conny war. So, welchen Sport übt Tommys Mom aus? Das ist ja jetzt unfassbar schwierig. Also, das Bild, also ich habe keine Curling vielleicht? Das hätte ich aber auch so gewusst. Warum kann Philipp nicht am Spiel gegen die Jahrweiler Piano so einen Klavierwettbewerb da? Aber das sieht man auch schon wieder beim Bild so ein bisschen. Ne? Das hätte ich aber auch so, dass es gibt nur, ich glaube, 24 Folgen davon oder so. Das ist jetzt nicht so schwierig, sich davon was zu merken. Warum versuchen Taschendiebe Daniel zu entführen und ihm seinen Film zu entreißen? Ja, weil er sie fotografiert hat. Da. So, 7 von 10. So, wo sind die Antworten? Ja, Gregor. Ja, gut, ich habe ja gesagt, wahrscheinlich Mario. Mario, Kevin und Sascha, okay. Am Kopf ist richtig, bla, ist richtig. Okay, der Fallschuss, dann nicht der Kerzenschuss, aber ich sage ja so ein Steilpass-Dingsbums-Dingens. Ne, auch richtig. Ja, dann war es halt Elsa, mein Gott. Auch alles richtig. Ja. Ja, kann ich mitleben. So, next. Ich habe mir mal überlegt, ein Dragon Ball Z Quiz zu machen. Wie viele Fragen sind das? Die dauert unter 30 Minuten. Wie viele Fragen sind das? Nur oh, komm, nicht so viele Fragen. Dann nehme ich mir lieber ein anderes Quiz. Moment. So, Dragon Ball Z. Dann lieber so ein kurzes, knackiges. Ach, den gibt es nichts anderes, aber. Suche ich erstmal so. Alle Dragon Ball Z Staffeln, ne? Ich wollte eigentlich nur hier Dragon Ball. 3,04 von 5 Stimmen. Ist ja nicht so mega, ne? 15 Fragen, ach, machen wir eben schnell. Was macht Son Goku in der ersten Folge Dragon Ball ganz? Ich habe nur Dragon Ball Z gesehen und von Dragon Ball nur 20 Folgen oder so? Gott, was macht Son Goku in der ersten Folge? Ich sag mal, dass er Bulma trifft. Wie trifft Son Goku Muten Roshi?
Das Dragon-Radar. Ja. Ich sag mal, dass er ihn während eines Kampfturniers. Ich habe von Dragon Ball keine Ahnung. Dragon Ball Z habe ich alles auf DVD. Damit kenne ich mich aus. So, wie überredet Krillin, also Kuririn, Muten Roshi dazu, ihn zu trainieren? schenkt ihm ein Porno-Magazin, wie ich Dragon Ball einschätze, wahrscheinlich. Ich schätze mal, dass er ihn mit seinem Style überzeugt hat. Nach was sind die Kommandeure der Red Ribbon Army benannt? Oh Gott, ist das alles lange her, ey. Nach Waffen, glaube ich. Ich glaube sogar, dass ich jetzt richtig liege. Wer befreit Oberteufel Piccolo aus dem Reiskocher? Oh Gott. Oh Gott. Ey, Alter, ist das alles lange her. Damals hätte ich das noch einigermaßen gewusst. Ich kann mir alles vorstellen. Ich sag mal so, Son Goku, entweder Bulma, weil sie dumm ist, oder Son Goku, weil er denkt, okay, ich will gegen ihn antreten. Jetzt bleibt man bei Son Goku. So, woher wurde, wussten Nappa und Vegeta, dass Raditz getötet wurde? Ja, durch den Scouter, durch die Aura. Ich sag jetzt mal Aura. Das ist wenigstens Dragon Ball Z, damit kenne ich mich ja einigermaßen hier aus, ne? Warum reisten Bulma, Son Gohan und Krillin ohne Son Goku nach Namek? Er hat Flugangst, genau. Aber Hauptsache auf einer Wolke ungesichert rumfliegen. Alles klar. Und selber fliegen können später, ne? Alles klar, moin. Kein Platz mehr. Er liegt im Krankenhaus. Sie vergessen. Nee, er lag auf jeden Fall mal im Krankenhaus. Aber ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt war. Warum wird Son Goku im Kampf gegen Freezer zu einem Super Saiyajin? Ja, es war auf jeden Fall, als Vater war er angepisst, weil sein Sohn irgendwie als 6-8-Jähriger überfordert war und auch kämpfen musste. Was wünscht Krillin sich von Shenlong, nachdem seine Future Trunks zum Leben erweckt haben? Boah, Alter, ey. Meine Mädchenunterhose. Er war in, ich weiß nicht, war das C18 oder ich glaube C18 war das Mädel, in die hat er sich verliebt, das weiß ich noch. Dann könnte ich mir das hier vorstellen, oder dass Son Goku wieder lebendig wird. Er ist ja 18 Mal pro Folge gestorben, genau wie Krillin. Future Trunks zum Leben erweckt haben. Okay, Son Goku hat da, glaube ich, noch gelebt. Das heißt, ich würde das hier tippen, wenn ich jetzt richtig liege. Wie viele Super Saiyajins kämpfen gegen Buu? Alle. Wie viel gab es denn da? Also Vegeta, Son Goku, Son Gohan, Son Goten, glaube ich. Okay, jetzt habe ich vier, dann komme ich immer noch nicht hin. Wer könnte noch ein Super Saiyajin gewesen sein? Das war auf jeden Fall mehr als ein oder zwei, also dann sage ich fünf. So, next. Wie heißt die Schwester von Trump? Oh Gott. Pan gibt's Pan. Bulma nicht. Bra, nee, nee, Maroon. Ach Gott, die gibt's, glaube ich, alle. Aber Pan, ich. Nee, warte mal. Ist Pan nicht die Tochter von Bulma? Nee, Pan ist die Schwester, die Tochter von Bulma, glaube ich. Dann sage ich Maroon. So, wer schafft super Szenen. Wo ist er denn? Dr. Gero. Mit welcher Attacke besiegt Son Goku Baby? Hä? Zehnfaches Kamehameha mit einem Schlag durch seinen Bauch, mit einer universellen Genki-Dame, mit einer riesen Energiekugel, was eigentlich dasselbe ist. Son Goku Baby, ja, das war ja sein Ursprungs. Ja, dann war das die Genki. So, weiter geht's. Hier ploppte eben gerade kurz ein Update auf, darum musste ich mich eben kurz drum kümmern und jetzt können wir weitermachen. So, wie heißt die Fusion zwischen Son Goku und Vegeta ohne Potaras? Was waren denn noch gleich Potaras? Gogeta,
Gibt's auf jeden Fall. Ich sag mal, das hier, das müsste richtig sein. Und letzte Question hier. Was passiert ganz am Ende von Dragon Ball G? Ich hab das nie gesehen, Digga. Alle feiern ein Fest und gehen eins auf und so. Fertig. 3 von 15. Willst du mich verarschen? So, jetzt bin ich mal gespannt. So. Er hackt Holz. Ja, moin. Er rettet seine Schildkröte, okay? Er schenkt ihr mein Pornomagazin. Ja, selbstverständlich. Die sind nach Farben benannt. Ernsthaft? Prinz Pila und seine Crew befreien Piccolo. Okay, moin. Woher wusste Nappa, wie geht? Durch den Scouter. Ja, ihr habt ja gesagt, entweder durch die Aura oder den Scouter. Das ist. Ey, wann habe ich das letzte Mal gesehen? Vor 10 Jahren oder was? Er ist schon gut im Krankenhaus. Übrigens, eine Antwort schon mal richtig. Frieza tötet Krillin, ja, ne? Okay. Okay. Ja, 5 auch schon mal richtig. Ja, dann hieß sie halt Bra. Also Bulma und Pan wusste ich, ist Quatsch, aber Maroon Bra, das wusste ich nicht. Dr. Mu, okay, aber auf jeden Fall Dr. Gero, das wusste ich noch. Also ist nur so halb falsch. Zehnfaches Kamehameha, Digga, das war eine Genki Dama. Oder war das die Weiterentwicklung von Bu? Egal. Gogeta auch schon mal richtig. Und letzte Frage. Son Goku, ja, das konnte ich nicht wissen. Ich habe nicht eine Folge davon gesehen. Jo, die kämpfen miteinander. Ja, gönnt euch. Naja. Und letztes Quiz. Ich denke mal, schauen wir mal hier rein. Ja, diverse Fußballer hier. Alles mögliche an Bremern. Wann wurde der Verein gegründet? Ja, easy peasy. Wie heißt das Stadion? Ja, kommt drauf an, wann wurde das Quiz erstellt? 2008, okay, da hieß es noch Weserstadion. Stadion in Bremen, ja, sehr kreativ. Wer hat die meisten Tore bei Werder geschossen? Hoffentlich liege ich richtig, das könnte Alois gewesen sein. Wie heißt der Präsident? Klaus Wäscher. Also damals zumindest noch. Heute ist es, glaube ich, ein anderer. Wie oft wurde Werder Bremen Meister? Viermal. Wer betritt die meisten Spiele bei Werder? Dieter Budenski, keine Ahnung. Bode, Frings. Ich tippe mal jetzt einfach. Es ist bestimmt Dieter. Irgend so ein Klassiker. Ich sag mal Bode. Was war der höchste Sieg des Vereins? Das war so ein, ich glaube, ja, 8:1, wenn ich mich hier erinnere. Welche Spielverlierer wurde Werder am höchsten? Das habe ich auch mal gelesen. Das könnte 19:2 gewesen sein. Wie lange? 13 Jahre. Seit 99? 88 auf gar keinen Fall. Das war 99. Der aktuelle Sponsor, wow. Das ist nicht zufällig 13 Jahre her. Damals könnte es Citibank gewesen sein. 8 von 10. Ja, okay, cool. Gründung richtig, Weserstadion. Ja, gut, dann war es halt Marco Bode. Klaus-Dieter Fischer, viermal Meister. Dieter, ich habe es doch gesagt, das bestimmt dir Dieter. 8:1 Sieg, 9:2 Niederlage. Seit 99, auch klar, Citibank. Ah, selbst das habe ich richtig, obwohl es schon 13 Jahre her ist. Ja, gut, kann man machen, nicht? Also, ich sag mal so: ich werde euch mal gleich ein Quiz in der Infobox verlinken. Ich habe mir nämlich gerade eben noch den Spaß erlaubt und habe mein Quiz über mich erstellt. Da bin ich mal gespannt, wie gut meine Abonnenten mich kennen. Und ja, haut mal in die Kommentare, wie gut ihr darin abgeschnitten habt. Würde mich sehr freuen. Also haut doch mal rein. Tschüssikowski, Tüdelü und Cheerio.